Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, was ich aber mal gerade mache, was ich immer wieder vergesse. Ich vergesse immer wieder, die Konsole vom Launcher komplett zu schließen. Oh, und ich habe noch Steam offen. Ich habe jetzt auch noch ein paar Programme offen. Ah, jetzt haben wir schon wieder ein paar mehr FPS. Ja. Auf jeden Fall, wir wollten dann heute mal unsere Quarry aufstellen. Boah, ich finde das ja krass. Hier unten habe ich echt 40 FPS. Ne. Warum ich das jetzt hier aufreiße? Ich werde hier einen Tesseract aufstellen. Mit 1. Quarry. Einfach aus Prinzip mache ich doch auch eine Only. Und der empfängt Items, macht nichts mit Flüssigkeiten und sendet Strom. Der soll sich dann damit verbunden haben, jawohl. Gut, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Item-Ducts. Die hatten wir ja eigentlich nicht hier, sondern hier. Nee, auch nicht. Hier ist noch Lead. Dann brauchen wir noch ein bisschen Zinn. Das geht aber auch schon leider aus. Und ich hätte es fast vergessen, wir brauchen nämlich noch etwas für die Quarry, und zwar Landmarks. Die werden... Ach komm, machen wir einfach so. Einmal Redstone Torchen und Lapis gemacht. So, dann wurde ich mal gerade angeschrieben. Okay, war nicht wichtig. Ja, sorry, dass ich teilweise immer wieder nachschaue, wieso ich angeschrieben wurde, aber es ist für mich teilweise wichtig, sage ich mal. Und jetzt nicht, nein, das ist ja voll der kranke Suchti. Nein, deswegen nicht. Sondern teilweise habe ich noch mal ein paar Leute, die mich anfragen, ob ich denen bei Aufgaben helfen kann. Aber warte mal, was mache ich denn da jetzt für eine Kacke? Und ich bin generell so einer, der immer gerne hilft. Da bauen wir dann größtenteils aber wieder zu. So, die stellen wir dann nochmal auf den Output. Und dann bräuchten wir noch ein paar Kisten. Da wollte ich gerade ein paar Iron Chests dran klatschen. Ah, da passen 6 Kisten hin. Und die wollen wir dann auch komplett ausreizen. Weil danach haben wir auf jeden Fall genug Ressourcen. Haben zwar jetzt wieder krass weniger Ressourcen, auch vom Eisen her. Aber ich glaube, das wird sich lohnen. Da. Die öffnen sich und die auch. Sehr schön. Was wir dann auch nochmal demnächst mal machen müssen, wenn wir wieder ein paar Enderperlen haben. Würde ich gerne meine Deep Storage Unit für Kabel machen. Kabel, Erde und so weiter. Und wieso hüpfe ich jetzt auf das Dach auf? Weil ich den Chunk-Loader abbauen werde. Und ich... Kann man daraus keine... Ach, mit Ende... Dann machen wir jetzt noch einen neuen Chunkloader. Das finde ich halt jetzt echt krass. Ich dachte, den konnten wir einfach so... Ja, da habe ich wohl falsch gedenkt. Gut, damit ist auch die letzte Enderperle dann weg. Und wir brauchen noch ein Buch. Aber Leder haben wir ja noch und Sugarcane ist auch noch.
Ja, finde ich ja jetzt echt selten kacke. Ein weiterer Enchantment Table. Und tschüss, das ist der Enderperle. Die nehme ich auf jeden Fall auch noch mit. Und was ich mal machen werde, wir werden mal die Portal Gun mitnehmen. Machen uns da ein Portal. Weil wir werden jetzt mal ein kleines Stück latschen. Und zwar würde ich gerne in diese Richtung. Ja, wollte ich jetzt einfach währenddessen noch so ein bisschen zu plaudern. Und zwar hatte ich mir noch mal ein paar Gedanken gemacht. Und zwar die League of Legends Spieler unter euch, weiß ich nicht genau. Wir haben auch einen Minenschacht wieder. Auf jeden Fall die League of Legends Spieler, ich weiß nicht genau, wie groß die kommt, dieser Teil dieser Community von mir ist. Aber ich lehne mich damit so ein bisschen weit aus dem Fenster raus und sage, da gibt es doch schon mal den einen oder anderen. Und zwar ist ja jetzt heute offiziell, heute ist der 11.11. Oh, warte mal, Leute, soll Karneval anfangen? Oh, Kamalek. Auf jeden Fall, Leute, ist ja auch, wie gesagt, schon Karneval anfangen, aber da habe ich so wenig mit am Hut. An diejenigen, die sich dafür interessieren, einmal Gölle Alaaf. Oder ich weiß gar nicht, ob man Düsseldorf Hello sagt oder nur Hello. Ich sage einfach mal Hello. Und diejenigen, die das jetzt einen Scheiß interessiert, dürfen einmal nur laut stöhnen. So, ich glaube, hier könnte man einen guten Bereich abdecken. Dann mache ich mir hier noch ein Portal hin. Das hätte ganz leicht schief gehen können gerade. So, und ganz kurz, wir können jetzt einmal hier rein. Alter! Da habe ich aber gerade ordentlich blöd geguckt. Todesfalle Portal Gun. GLaDOS war zu Besuch oder wie? Oh, und die ist wieder fertig. Dann haben wir ja doch wieder eine Enderperle. Freute mich. Gut, wir können aber mal gerade schlafen gehen. Auf jeden Fall, die LOL-Season ist ja jetzt vorbei. Das wollte ich damit ausdrücken. Season 4. Und mich hat das schon noch ein bisschen geärgert. Ich hatte irgendwie nicht so wirklich viel Lust auf die Rankings, hatte aber gerne diesen Victorious Morgana Skin jetzt bekommen. Halt alle den alle bekommen, wer in der Gold landet. Und ja. Ich habe es dann leider echt nur bis Silber 5 geschafft, einfach weil ich so gut wie gar keinen Bock auf Rankings hatte. Und dann wollte ich euch gefragt haben, wie es aussieht, ob ihr nächstes Jahr oder gesagt nächste Season von mir gerne mal so ein Way to oder lass mal so Road nennen. Ich sag jetzt einfach mal, oh, hier sind nun die, ob ihr einen Road to Gold sehen wollt von mir. Also, ich würde mich dafür dann bestimmt motivieren können. Sehr schönes Gebiet wurde abgesteckt. Sehr schön. Och, ich bin doch so ein Vollidiot hoch 10. Och, das darf nicht wahr sein. Ich vergesse aber auch immer wieder, dass sie einen eingebauten Chunkloader haben. Oh, ich könnte gerade wieder richtig.
So. Owner only 1. Start. Item Mode Send. Und das wird dann schon mal. Ah, arbeitet die Flasche. Auf jeden Fall. Wollt ihr von mir nächste Season dann Ranked sehen? Im Bereich Way to Gold oder vielleicht sogar noch höher. Aber auf jeden Fall würde ich mir als erstes Ziel dann vornehmen. Ja, wie soll ich sagen? Erstmal die 10 Anfangsmatches. Ich will sie nicht Promo-Matches nennen. Aber der wird auf jeden Fall schon schön auf, muss man sagen. Würdet ihr die gerne sehen wollen? Würde mich echt mal interessieren. Ja, lass mich jetzt mal gerade aufbauen, weil ich will gucken, ob das jetzt auch klappt mit den Items, dass die auch richtig geportet werden. Oh, ich hab schon wieder vergessen. Hab ich gar nicht vergessen. Ich hab da schon erwähnt, dass ich dem Sweet-Digger nochmal danken musste für die. Sag ich mal, für die Thumbnails. Die sind ja jetzt auf jeden Fall schon da. Die sehen auch richtig episch aus, muss ich auf jeden Fall mal sagen. Dickes Lob, Sweet. Kommen die jetzt an? Natürlich nicht. Okay. Das hatte ich nämlich auch beim letzten Mal. Gut, dann machen wir nochmal den hier. Und ich bin gerade am Überlegen, wie ich das gelöst hatte. Ich meine, das hatte ich einfach billig über eine andere Mod gelöst. Und zwar hatte ich da noch die Buildcraft Pipes genommen. Finde ich nicht so schön, dass das nicht so klappt mit den Firmelteilen. Weil ich auf die Item-Looks richtig stehe. So, wie sieht es jetzt aus? Und. Sehr schön. Damit sollte dann jetzt hier alles ankommen. Wir haben schon mal eine schöne Fläche, die Query abbaut. Ich finde es echt kacke, dass die Query nicht die Item-Looks annimmt. Aber na gut, kann man nichts machen. Das sollte dann jetzt auch alles schön hier unten ankommen. Ja, sehr schön. Gut, ich würde sagen, das lassen wir dann einfach mal so was laufen. Wir können nebenbei ja noch was anderes machen. Ich wüsste auch schon, was wir noch machen könnten. Haben wir. Das haben wir noch drüben, oder? Weil ich würde dann mal, glaube ich. Was haben wir noch hier? Manualin ist noch drin. Ja. Ja, da haben wir noch genug. Dann machen wir so noch was. Machen wir es in der nächsten Folge. Ne, nicht in der nächsten Folge machen wir das. Aber ich würde ja langsam mal schauen, dass wir dann alles ans Lauf kriegen. Lehne ich jetzt auch mal raus und sage dann endgültig, dass ich vielleicht am Wochenende, so am Sonntag vielleicht mal wieder einen Livestream machen würde. Hätte ich mal wieder richtig Lust drauf. Würden wir eigentlich nicht nur grundlegend was umbauen, mal den Weg zum Dorf ein bisschen machen. Ich würde ja auf jeden Fall langsam mal schauen, dass er hier ein bisschen ordentlicher aussieht. So, auf jeden Fall sage ich dann mal danke fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Tech World 2. Bis dahin, tschüss.